schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute startet der erste Teil des Videos, wie man schnell einen großen Lageplan ganz schlicht in Grautönen gestalten kann, von AriCAD bis Photoshop und das ziemlich zügig, falls ihr zum Beispiel einen Stegreifentwurf macht und etwas schnell zu Papier bringen müsst. Und damit ihr die Schritte schön nachvollziehen könnt, teile ich das Video in mehrere Folgen auf. Es wird eine Art Live-Bearbeitungsvideo sein. Ich wünsche euch nun viel Spaß und los geht's. Wir öffnen nun eine neue AriCAD-Datei und ziehen unsere Vorlage hinein, die wir eben haben für unseren Lageplan. Das heißt, wenn ihr eine PDF-Vorlage habt, macht ihr das am besten hier über das Zeichnungswerkzeug. Wenn ihr eine DWG- oder DXF-Datei habt, macht ihr das hier über Dazuladen. Ihr wählt eure Datei aus, klickt auf Öffnen, bestätigt das Ganze, schaut, dass ihr das Ganze auf das EG platziert und dann gibt es hier verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. 1.1 ist eigentlich nur für DWG-Dateien geeignet, die ihr von bestimmten Objekten habt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Stühle oder andere Elemente reinladen wollt, die ihr nicht nochmal bearbeiten müsst. Wir wollen aber ja gewisse Ebenen sehen, falls eben die Vorlage davor so angelegt wurde und abgespeichert wurde, dass wir Stifte nutzen können, Blöcke und wir das Glück haben eben, dass der Bearbeiter davor das auch so abgespeichert hat. Am besten ihr probiert es dann immer erstmal aus, was für euch am besten ist und dann geht ihr auf Dazuladen. Ich habe das Ganze schon mal gemacht und kann euch nun die Unterschiede zeigen. Das heißt, das war 1.1. Ihr seht, wir haben einfach ein Objekt und es wurde hier auch in der Bibliothek abgespeichert. Wenn ihr eine PDF-Vorlage habt, die ihr über das Zeichnungswerkzeug hinzugeladen habt, könnt ihr eben dann hier einen Rechtsklick machen. Dann erscheint hier in 2D zerlegen an. Und das macht ihr und dann habt ihr eben die ganze Zeichnung nachher zerlegt und einzelne Blöcke. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, wie das mit der PDF-Vorlage funktioniert, kann ich euch hier mal oben kurz das passende Video dazu verlinken. Hier rechts seht ihr die Funktion 1.6 im Übersetzer. Es hat mir die ganzen Sachen jetzt separat zum Anklicken hineingeladen und wir sehen auch Flurstücke wurden als Ebene angelegt und Gebäudebauwerk, genau. Sagen wir mal, dass die DWG-Datei euch das Ganze hier so aufgeteilt hat, aber ihr eben keine zwei Ebenen davon habt. So, wie gehen wir nun voran? Wir können die separaten Teile trotzdem direkt filtern und bearbeiten. Und zwar gibt es hier das Suchen und Aktivieren Werkzeug. Wir klicken mal drauf. Und so sieht das Fenster jetzt aus. Ihr könnt hier immer verschiedene Sachen filtern, auch unabhängig davon, was ihr jetzt dort zeichnet. Das heißt, ihr seht, könnt Türen filtern, Fenster, einfach alles Mögliche. Und hier gibt es nochmal die feineren Eigenschaften, die ihr hinzufügen könnt zum Filtern, das heißt auch Ebenen. Wenn ihr nun nach Ebenen filtern wollt, dann geht ihr eben hier auf Eigenschaften und ihr seht, hier gibt es ganz viele Sachen von Positionierung, Stiften, Schraffur, Linientypen, aber wir wollen die Ebenen, das heißt auf Modelldarstellung, Ebene anklicken, hinzufügen und nun könnt ihr hier eure Ebene auswählen. Das heißt, ihr sucht nach der, die ihr jetzt eben herausgefiltert haben wollt. Nehmen wir an Flurstück, klicken auf OK bzw. auf das Plus. Und wenn wir mal reinzoomen, sehen wir, dass es eben uns alle Flurstücke markiert hat. Wir können es auch kurz testen. Ich ändere mal alles in Rot. Und nur die Flurstücke wurden jetzt in Rot eingefärbt. So, was machen wir jetzt eben, wenn wir diese Ebenen nicht filtern können, weil sie eben nicht angelegt worden sind? Wir brauchen ja irgendwie einen Anhaltspunkt, wie wir jetzt zum Beispiel alle Linien in der Stiftfarbe 1 filtern können. Das ist auch kein Problem. Ich lösche das mal hier raus. Ziehe mal das Fenster rüber. Und hier gibt es eben die Pipette. Ich kann das aber auch mit der Alt-Taste machen. Klick einfach mal hier diese Linie an, dann auf OK. Beziehungsweise auf das Plus. Ich weiß nicht, warum ich immer okay sage. Und ihr seht, es hat mir jetzt alles in der Linienstärke oder Farbe 1 markiert. Genau das gleiche kann ich nun auch mit der Schraffurfarbe machen. Das heißt, ich drücke wieder Alt oder ich gehe einmal hier auf die Pipette drauf, wähle mir diese eine Schraffur aus, klicke dann auf Plus. Ihr seht, es hat mir jetzt alle Schraffuren allgemein markiert.
egal ob ich jetzt hier auf das Graue oder auf das Weiße geklickt habe. Das heißt, wir müssen das nochmal feiner unterteilen. Wie machen wir das? Wir sehen, dass die Schraffur, die wir eigentlich bearbeiten wollen, hier die Farbe 97 hat und Mischraffur 100% eingestellt ist. Wir haben hier schon Schraffur ausgewählt. Das heißt, wir müssen nochmal feiner die Eigenschaften einstellen. Hier bei Grundriss und Schnitt gehen wir auf Schraffur hinzufügen. Haben hier die 100% direkt schon eingestellt. So, jetzt müssen wir aber eben schauen, dass wir nur die graue Schraffur filtern können. Das heißt, wir haben jetzt hier eingestellt 100%, aber das hat wahrscheinlich auch 100%, genau. Aber es hat eine andere Farbe. Und zwar die 97. Wir fügen also genau diese Eigenschaft noch hinzu. Und zwar bei Schraffur Vordergrundstift hinzufügen. Und da müsst ihr eben die 97 eintragen. Oder ihr geht wieder mit gedrückter Alt-Taste auf diese Schraffur und klickt auf Plus. Und es markiert jetzt eben nur diese ganzen Schraffurfarben. So, nehmen wir jetzt an, dass wir das Ganze mal weiß machen. Genau. Das können wir mal schließen. So, nehmen wir jetzt an, wir wollen auch, dass unsere ganzen Häuser eine dickere Konturlinie bekommen, damit einfach dieser ganze Schwarz-Weiß-Plan ein bisschen doch mehr bearbeitet ausschaut. Das heißt, wir aktivieren hier die Konturlinienoption und nehmen vielleicht die Nummer 5. Hier seht ihr auch dann immer die Angabe, wie dick die Linie ist. Wählen das Ganze aus. Klicken mal raus, machen einen Rechtsklick, schauen genau, dass die echte Linienstärke an ist. Und wenn wir mal reinzoomen, sehen wir direkt schon einen Unterschied im Vergleich zu dieser Linienstärke 1. Das Ganze kann natürlich so gelassen werden oder ihr macht es noch dicker, dünner, wie ihr wollt. So, jetzt möchte ich meine Flurstücke bearbeiten. Jetzt machen wir es aber über die Ebenenfunktion. Das heißt, wir wählen hier alle Typen aus, hinzufügen, Ebene, Flurstücke sogar aktiviert, Plus. Und jetzt hat es uns hier mal alles ausgewählt. So, ich mache jetzt einfach mal ich mache jetzt einfach mal rot, aber 25%, nur damit wir es jetzt besser sehen können. Und ihr seht ja hier dieses Verbindungssymbol. Das brauchen wir immer wegen unseren Gruppen. Gruppen heißt, wenn ich zum Beispiel etwas zeichne, was ich eben, ja, was einer Gruppe angehören soll, dann kann ich ja immer über Steuerung G das Ganze gruppieren. Und wenn ich jetzt etwas bearbeiten möchte, separat von der Gruppe, klicke ich immer hier auf dieses Symbol drauf, weil dann markiert es mir nicht die ganzen dazugehörigen Elemente, sondern nur das, was ich eben anklicke. So, warum machen wir das Ganze? Und zwar möchte ich jetzt später ja eine Textur unter den ganzen Flurstücken hinzuladen, außer eben bei den Straßen. Die sollen am besten weiß bleiben und die anderen Flurstücke müssen wir sozusagen löschen. Löschen, warum? Weil wir ja das Problem haben, wenn wir nachher eine Textur darunter hinzufügen in Photoshop, wird die Textur ja gar nicht übernommen. Das heißt, wir müssten ja dann alles nochmal einzeln voneinander maskieren. Und das wäre viel zu aufwendig, deshalb am besten einfach hier die ganzen Schraffuren herauslöschen. Oder ihr schaut eben, dass hier immer transparent eingestellt ist, dann wird das Ganze einfach übernommen. Und ihr könntet hier einfach weiß einstellen, wie ihr wollt. Also je nachdem, was für euch jetzt schneller, einfacher, besser ist. Aber hier sehen wir natürlich jetzt alles, was weiß ist. Und wir können auch erstmal alles hier herauslöschen, was wir vielleicht nicht dargestellt haben wollen. Das zum Beispiel brauchen wir nicht. Dann brauchen wir vielleicht diesen Teil auch nicht. Den können wir auch direkt markieren. Ich gehe mal hier so drüber. Rauslöschen. Das möchte ich auch nicht, weil ich finde eigentlich die ganze gesamte Struktur hier im Inneren viel schöner. Dann das möchte ich auch nicht mehr dargestellt haben. Das im Inneren auch nicht. Natürlich, wenn euer Grundstück jetzt nehmen wir an, hier sich befindet, dann solltet ihr schon hier die Umgebung darstellen, aber wenn es sich hier um den mittleren Kern oder so handelt, dann brauchen wir das Ganze nicht unbedingt. Dadurch, dass wir jetzt die ganzen Schraffuren hier rötlich eingefärbt haben, sehen wir natürlich viel besser, wie die ganzen Straßen und so verlaufen. Ich möchte jetzt eben nachher die Straßen weiß haben. Das heißt, sie sollen nachher keinen transparenten Hintergrundstift haben, wie es eben momentan hier eingestellt ist, sondern die müssen nachher hier auch das Weiß als Hintergrundstift haben. Und bei den ganzen Flurstücken, da können wir eben nachher diesen transparenten Hintergrundstift einstellen. Wir können jetzt eben alle Straßenelemente markieren und nachher gruppieren.
damit wir das schneller bearbeiten können. So. Wenn wir nun alle Straßen markiert haben, machen wir Steuerung G. Und wenn ihr mal rausklickt und hier dieses Symbol wieder anklickt, um es zu deaktivieren, die Straße anklickt, seht ihr, dass es jetzt alle Flächen markiert hat, die wir eben vorher gruppiert haben. Und so könnt ihr auch kontrollieren, ob ihr irgendwas vergessen habt. Falls ja, tut ihr es wieder hier anmachen und markiert wieder die Straße, wie hier zum Beispiel, das fehlt noch. Und macht wieder Steuerung G und das Ganze würde wieder markiert. So. Jetzt machen wir nämlich weiter mit den Straßen. Also wir haben sie jetzt markiert, genau, deaktivieren das Ganze wieder und können sie nun weiß einfärben, stellen das Ganze wieder auf 100% und legen hier auch noch weiß dahinter, nicht transparent, sondern weiß, weil ich sie eben danach weiß haben möchte. Und jetzt können wir diese ganzen Flurstücke hier auch wieder einfärben. Das heißt, wir nehmen vielleicht wieder weiß. Lass uns transparent, weil wir das nachher in Photoshop ändern. Und das hier kann auf 25% eingestellt bleiben, dann überlagert es sich nachher vielleicht schon mit der Textur. Genau. Und die Häuser bleiben natürlich jetzt auch weiß, weil wir wollen ja das Ganze nachher sowieso mit der Textur voneinander unterscheiden. Wenn wir jetzt auch reinzoomen, dann sehen wir hier schön auch die unterschiedliche Konturlinienstärke, was ich auch ganz schön finde. Und wir machen auch keine Dachaufsicht, das heißt, wir zeichnen hier nicht die ganzen Dächer rein, ob es jetzt Flachdach oder Satteldach, wie auch immer ist. Das machen wir nicht, weil wir wollen eben einen schnellen, schlichten Lageplan haben. Und ihr müsst jetzt hier eigentlich auch nicht unbedingt Schatten hineinzeichnen. Also, falls ihr es machen wollt, könnt ihr das natürlich, aber müsst ihr nicht. Und an dieser Stelle würde ich mal sagen, wir beenden den ersten Teil dieses Live-Bearbeiten-Videos. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Dadurch kann ich es natürlich ausführlicher machen. Und damit dieses Video auch nicht unendlich lang wird, werde ich das eben in mehrere Teile aufteilen. Aber ihr habt eben die Möglichkeit, durch diese Live-Bearbeitung schön am Stück alles mit nachvollziehen zu können und hoffe, dass es euch gefällt. Falls ihr eine schnellere Variante haben wollt, verlinke ich euch mal das andere Lageplan-Video, das auch bei euch anscheinend richtig gut ankommt, was mich auch wirklich freut. Danke. Hallo noch an alle neuen Abonnenten. Danke, dass ihr uns alle unterstützen wollt. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut. Bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder.